Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder hier zurück, LS17 Südhämmern Version 10 mit dem smarten Werner. Guten Tag von dem Sachsnetzplayer. So, ich probiere erstmal das, was du mir da gezeigt hast. Ja, bitte. Und ja. Wir hatten ja gestern ein bisschen ein Problem damit, die Strohlager zu finden. Mal gucken, ob das jetzt hier. Was ist hier? Ah, okay. Ja, mal gucken, ob das da hinten ist. Müsste, ja, könnte möglich sein, dass es das da hinten ist, was ich dir gezeigt habe gestern. Nein. Auch nicht. Auch aber langsam nicht. Kritisch hier. Ja, nee, hier ist nur der Ruder drin, okay. Kompost ist voll, sagst du? Ja, alles zugeballert. Ach, wir haben keinen Treibstoff mehr. Aha. Dingens. Komm mal zu mir. Wo bist du denn? Ja, ich komm zu dir. Boom. Ja. Oh, nee, oder? Mein Gott! Wenn man halt fünfmal voran vorbeigefahren ist, wahrscheinlich. Kann man hier rein? Ja, okay, gut. Alles aber klar. Geh rein in diese in die kleine Sandkiste hier. Ja, geil. Denkt man halt nicht, ne? Nee. Genau, weißt du? Ich habe auch in den Kommentaren gesehen, dass ein paar Leute gefragt haben, warum die Kamera so komisch ist, wenn ich den Mercedes fahre. Das ist einfach eine andere Kamera, glaube ich. Bisschen näher bin ich da mal. Aber ganz genau kann ich euch nicht sagen. Dann müsst ihr den Modder fragen. Ja, auf Modhost haben wir den runtergeladen. Also schön Modhost dazu ballern. Was? Und nicht von der Werbung erschrecken. Ja. Ist auch gar nicht aggressiv, weißt du? Gar nicht. Wahnsinnig laut, die ganze Seite, aber ja gut. So, mit dem Sattel, glaube ich, geht's besser. Ja. Ist aber auch schon mal gebaut, die Rampe hier, weißt du? Abgebähen. Weißt du noch, was wir dafür gebraucht haben, um Treibstoff zu produzieren? Ich denke mal Raps. Raps, okay. Also, alle Angaben ohne Gewähr, aber ich denke schon Raps. Apropos alle Angaben und Gewähr. Du kennst ja Dalu. Ja, kenne ich. Und Dalu ist öfters mal bekannt für seine ganz tiefen Witze. Okay. Ja. Wir spielen Rainbow Six. Ja. Und das war, ich weiß nicht, ob du die Karte kennst, ja, die vier Hater. Ne? Nee. Die vier Reiter, das ist so eine deutsche Karte, die halt so einen Rocker-Club halt spielt, ne? Ja, okay. Wir sind halt unten in diesem komischen Keller, ne? Ich sag so, ich mach die Dropper zu. Und alles. Und der Gegner, der hast ja die Drohne, die ganze Scheiße da. Ich sag so, ich glaube, die Twitch-Drohne ist down, aber alle Angaben ohne Gewehr. Ja. Aber Dalu raus, wie, ich glaube nicht, dass du kein Gewehr hast. Ach so, okay. Weißt du, alle lachen. Ich sag so, was hat denn das jetzt mit alle Angaben? Und dann hat es Klick gemacht, ne? Ach so. Ja, das ist ganz. Ja, Dalu ist immer, wenn er früh aufsteht, immer sein erster Twitter-Post ist momentan Sommerpause davon. Jeden Morgen gab es da irgendwie einen kompletten Flachwitz. Zum Beispiel, was zählen eigentlich Schafe beim Einschlafen? Weiß ich nicht. Deswegen. Sowas halt. Ganz. Ich habe, glaube ich, schon mal einen Tweet von ihm gelesen. Da ging es irgendwie drum, ich bin gerade auf der Beerdigung meines ertrunkenen Goldfischs oder irgend sowas. Okay. Irgendwie so in der Richtung war das. Oder auch dadurch, hat auf Twitter geschrieben, Harry Potter geht immer. Seine Antwort, also die meiste Zeit fliegt er. Wow. So. Ja, genau. Seelische Schmerzen. Ja. Das Schlimme ist immer, die Leute, die dann da sitzen, verstehe ich nicht. Ja. So, es geht weiter mit dem Dreschen hier.
Gucken, ob wir heute noch die, oder heute nicht mehr, aber vielleicht die Woche noch die Hopfenernte voranbringen können. Das wäre eine gute Frage, ja. Was braucht man da für ein Schneidwerk? Für Hopfen? Ja. Das stinknormale, was wir jetzt auch schon haben. Ach, danke. Da brauchen wir nichts. Das ist bling, bling. Und da ist die nächste Line Zwiebeln gezogen. Jawohl. Ich hatte gestern, je nachdem, wie man es halt sehen will, ja. Habe ich eine Dokumentation drüber gesehen, was mir vorgeschlagen wird über Crystal, ne? Ja. Und das war Vorteil, weil, was ist Vorteil, das war also Dings, das hat hier halt alles in der Region halt so gespielt, ne? Zwicke war okay. Dabei, Dings und so weiter und so fort. Und da haben sie halt so drei Kandidaten halt vorgestellt, die halt mal abhängig waren oder halt, abhängig waren in dem Sinne. Und alles und haben halt so erklärt, ne, wie sich die Droge auswirkt, warum die so gefährlich ist, wie das in der Ami-Land ist und so weiter und so fort. Ja. Und da war halt ne Chantal, Justin und noch einer oder so. Ja. Und hat auch alles wieder klischeehaft gepasst. Und da war aber auch noch einer aus Stuttgart, ne? Der war halt auch, der saß halt auch im Knast, ist halt, also hat das Zeug halt selber genommen und hat sich dann so gedacht, alles klar, deal mal halt auch damit, weil es halt Kohle bringt. Dank ja. Der Serie Breaking Bad. Und wow, okay. Hat es halt immer dann von den Tschechen halt geholt. Weil, das wusste ich nämlich auch nicht, bei der Tschechei ist die Herstellung und der Besitz von Crystal Meth keine Straftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit. Deswegen also interessiert das dort keinen. Jetzt hast du ein kleines Bußgeld und fertig, oder wie? Ja, wenn überhaupt. Ja. Ne? Dadurch, dass es da so massenhaft ist, interessiert das die Polizei gar nicht mehr. Ne? Ja, gut, und deswegen ja. Ist das halt der Hauptproduzent in Europa von den Scheiß. Und der Inhalt aus Stuttgart, ne, so, was er halt nicht wusste, Handy wurde abgehört. Irgendwann haben sie ihn halt hochgenommen. Und im Knast hat er dann so drei Typen halt kennengelernt. Der eine war halt Koch, der andere war Einkäufer, der andere war halt, ne, Dealer im Endeffekt. Ja. Haben sie halt so einen übelsten Plan geschmiedet durch Breaking Bad, ne? Also konnten alles besorgen, haben halt nur noch die komischen Chemikalien gebraucht, um das Zeug herzustellen. War der Plan, ja. Ins Krankenhaus einzubrechen, das Zeug wow. Zu nehmen, dann 100 Kilo herzustellen, ne? Und das wären so ca. 11 Millionen Euro. So. Ist dann im Endeffekt nichts geworden, weil von denen irgendwie drei dann verblichen sind und da hat es dann bei ihnen auch Klick gemacht, dass er vielleicht mal mit der Scheiße aufhören sollte. Ja. Und, aber wie er es ausgesprochen hat, es hieß ja Crystal Meth. So. Ja. Also durch Kristall ist das schon so geworden und Kristall, wo ich mir denke, Alter, man kann auch alles komplett verdeutschen. Ja. Nee. Ach nee. Durch Kristall. Ja, man merkt, es hat dann schon Schaden im Gehirn hinterlassen. Ja, oh, sowas von. Alter. Nee. Das war auch wieder so eine Sache. Ja, man lernt nie aus, ne? Ich sag's immer wieder. Na gut, ich fand's halt interessant, weil so viel wusste ich über das Scheißding auch nicht. Ich weiß zwar, dass das hier auch bei uns Schwerpunkt ist. Ne? Und auch hier in dem Blog, das sind ja auch einige, die da konsumieren und dealen und alles. Ne? Mich interessiert die ganze Scheiße ja nicht, aber so öfters wie hier manchmal die Bullen vor der Tür stehen. Du glaubst immer, die kommen wegen dir, weil du so rumschreist oder was? Naja, nee, das nicht. Ich krieg das ja meistens gar nicht mit, aber ich weiß, ich hatte mal eine Nachbarin. Also ich habe ja hier mehrere, logisch, ja. Ne? Die einen sind ja so ein bisschen, ne, so Deutschland und GmbH und so. Und okay. Dann hatte ich mal noch eine andere nebenan, die war. Ich glaube, die war Auszubildner. Nee, also doch, die hatte eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester. Ah, okay. Die ist ja hergezogen, beziehungsweise in den Block rein. Und die ist dann aber halt auch, ne, war halt eine Frau, und, also ne, Mädel, und hatte auch immer irgendwie viel Besuch von anderen Mädels, bla bla bla. Und die ist dann aber auch irgendwie, keine Ahnung, vor wie vielen Monaten wieder ausgezogen. Und da hatte ich aus Zufall mal so einen anderen Nachbar getroffen, der war auch schon Rentner. Ne, der wusste über alles Bescheid, ne, hat auch wieder richtig schön klischeehaft gepasst, ne? Ja. Wenn er so, ja, servus, kriegst du das hier auch mit, ne, mit diesen Crystal-Scheiß und alles, ich sag, ah, ne, die da unten drunter, ne, die hat halt komplett innen am Laufen. Ja, und die neben dir gewohnt hat, ich sag, ja,
Die hatte eine Ausbildung, ich sage, die war Krankenausbildung, Krankenschwester, genau. Ja, die ist dann hier durch die auch an das Zeug gekommen und irgendwann war da der Chef vor der Tür, die ist komplett abgestürzt, hat sie ihre Ausbildung verloren, dann musste sie hier wegziehen. Schau, was du alles weißt. Ne? Die hat neben mir gewohnt, ne? Ich wusste von der gar nichts, außer dass sie halt eine Ausbildung hatte. Ne? Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Das ist aber auch so, du musst dir das mal vorstellen. Ist ja auch bescheuert, ne? Also 2 unter mir, die ist halt abhängig, meines Erachtens nach. Ich weiß gar nicht, Ja. ob die mit den Scheiß dealt. Und 2 über mir, die dealen mit der Scheiße. So. Und wenn die irgendwas machen, also wenn die da Party hart machen, das Zeug konsumieren oder was weiß ich, irgendwie vorbereiten, da drin die Mucke auf, das hörst du über 30 Blöcke weiter weg, ne? Das ist dann immer hier, ich weiß nicht, es war ja schon öfters mal in irgendwelchen Let's Plays hier, ne, dass die da oben mal komplett bitte am Rad mit der Mucke gedreht haben. Weißt du, und da weißt du immer sofort, alles klar, die machen jetzt irgendwas. Ja. Komplett unauffällig. Also ich weiß nicht, ob die Musik das übertönen soll, aber das Schwierig, ist. ja gut, aber wenn du anhand der Musik schon weißt, was oben abgeht, ist dann halt auch schwierig, weißt du? Ja. Würden wir jedes Mal die Cops hier rufen wegen Lärmbelästigung? Ich glaube, da wären die schon längst weg vom Fenster. Aber du sagst auch Cops. Was, Cops? Das ist ein Armer-Problem. Den Du Armer. sagst auch zur Polizei Cops. Jeder Normale würde sagen, wenn ich da die Polizei rufe, und du sagst, wenn ich da jedes Mal die Cops rufen würde. Ich habe jetzt aber nicht Cops gesagt, ich habe jetzt Du gesagt, hast Bullen. Cops gesagt. Echt? Ja, das passiert mir auch ständig. Okay. Das kommst du gar nicht mit. Ja gut, bei Amazon sagst du halt größtenteils auch immer Bullen, ne? Das kannst du doch nicht sagen. Ich sag, warum denn nicht? Ist doch in Ordnung, da fühlt sich kein Schwanz davon beleidigt. Natürlich, wenn sie vor dir stehen, solltest du es nicht sagen. Ist klar, es hat ein bisschen was mit Anstand zu tun. Aber Ja. ansonsten, es ist doch nur Heimatland. Ne? Ja, das ist Wahnsinn, ja. Nee. Ja gut, halt Cops. Ja gut, kannst ja auch sagen, was du willst. Im Endeffekt, Polizei, Cops ist halt einfach schneller. Ja. Einfacher. Kennt jeder auf der ganzen Welt, weißt du? Wenn du in Amiland sagst, Polizei, weiß kein Mensch Bescheid. Police. Ah, Italien Benny, ist, was? glaube ich, ganz lustig. Polizia, oder wie das da ausgesprochen wird. Weiß es Oder? gar nicht. Also in Italien gibt es die. Wie heißen die nochmal? Die haben mit irgendwas mit C. Mit C? Okay. Carabinieri oder sowas, kann das sein? Keine Ahnung. Carabinieri, glaube ich, heißen die in Italien. Irgendwie habe ich. Ich habe noch nie was mit denen zu tun gehabt. Nein. Aber Nö. ich glaube, die heißen so. In Frankreich ist ja, glaube ich, Grande Marie oder wie die Kacke da hieß. Das weiß ich gar nicht. Siehst du, Na. da bräuchte man Ansgar wieder. Der weiß das. Stimmt, der ist ja Französisch. Ist er ja ganz hoch dabei. Ja. Obwohl er uns nicht die Karte übersetzen wollte. Ja, da hat er sich strikt dagegen gewehrt, weißt du, aber gut. Kann man nichts machen. Aber du wolltest noch was sagen? Ja, tatsächlich Folgen unabhängig, ganz ehrlich. Was gibt's heute noch zu essen bei dir? Ich habe noch ein paar Nudeln von gestern, aber ansonsten weiß ich selber noch nicht bei Weil dir. ich bin heute alleine Versorger, deswegen muss ich gucken, was es heute noch gibt bei mir. Ach so. Ja. Hast sturmfreie Bude. Ja, ist absolut richtig. Wahnsinn. Sei dir auch mal gegönnt. Ja. Aber das Problem ist halt, es kocht keiner, weißt Was hast du denn noch im Haus? du? Ich muss mal nachgucken. Ach, Der alles Kühlschrank klar. ist für mich nur die Abholstelle für Red Bull, das war's. Ach so. Ah, ich werde schon was finden. Das ist mein Kebab-Lieferant des Vertrauens. Ist nur eine Ecke neben mir, das passt schon. Wobei der auch stark nachgelassen hat in letzter Zeit. Ja. Früher war immer so 10 Minuten Lieferung. Okay, jetzt heißt es, wenn ich über Lieferheld oder dieses Ding da bestelle, 65 Minuten für einen Döner. Wo er gleich um die Ecke ist? Der ist 2 Straßen weiter. Nicht mal. Da kannst du auch hingehen. Ja. Kann ich auch hingehen und denen eine klatschen und sagen, gib mir jetzt mal einen Döner, weißt du? Oh, ein bisschen auskorrigieren hier. Bill Gaga gebaut. Aber ich weiß gar nicht, wie das mit diesen Liefer-Apps funktioniert. Verdienen die da Provision daran Ja, oder ja. machen die das? Ja. Die verdienen da Provision dran.
ja prinzipiell nur die App schreiben und Daten weiterleiten. Naja, und ja, doch, theoretisch eigentlich schon. Ja, stimmt. Stimmt. Das stimmt allerdings. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Die bieten einfach nur die Plattform. Genau. Und für den Rest sind die Lieferdienste selber zuständig. Vorteil ist aber, die bieten halt auch Reichweite, ne? Das ist richtig. Vor allem, die machen auch Werbung dafür, weißt du? Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen, also hat schon Vorteile. Gut, kommt auch an, wie viel Provisionen die da abzweigen. Ja, das wäre immer gut zu wissen, ne? Weil ich krieg zum Beispiel für jede Bestellung bei den Ehen, krieg ich immer 1 Euro Rabatt. Immer. Okay. Das ist eigentlich Neukundenrabatt, aber der ist halt immer wieder da. Nutze ich dann auch. Du bist jedes Mal neu. Du bist heute neu, weißt du? Genau. Aber Freunde, wir sind fertig für den Part. Dummchen, dann lass nicht vergessen, beim Werner vorbeischauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüdülü. Tschüdülü.